Von einzelnen Zellen bis zu komplexen Organismen. Von Molekülen bis hin zu ganzen Ökosystemen. Leben existiert in einer Vielzahl von Formen. Bislang wollten wir biologische Prozesse verstehen und nutzen. Und wir haben sogar versucht, sie zu kontrollieren. Aber heute gehen Forscher einen Schritt weiter. Sie wollen neue Lebewesen schaffen, neues Leben künstlich produzieren. Die Wissenschaftler sehen sich als Techniker und Ingenieure der synthetischen Biologie. Sie versprechen, mit der Biologie 2.0 alle unsere Probleme zu lösen. Stehen wir vor einer wunderbaren biologischen Revolution? Oder ist es genau das Gegenteil? Sind wir durch diese Wissenschaft mit beispiellosen, unkalkulierbaren Risiken konfrontiert? Um dies herauszufinden, reise ich um die Welt. Ich will die führenden Biologen treffen und herausfinden, wie sie denken und welche Ziele sie verfolgen. Ich habe aus der Evolution gelernt, wie ich neue biologische Systeme gestalten kann. Meine Sorge ist, dass neue Wesen erschaffen werden, die es so bislang nicht gab. Die Grenze der biologischen Entwicklung ist allein die Vorstellungskraft der Menschen. Doch wo soll ich anfangen? Für mich ist die Evolution der Ausgangspunkt, weil die synthetischen Biologen die Evolution verbessern wollen. Eine kühne Vorstellung, die mich sofort neugierig macht. Bei meinen Nachforschungen stoße ich auf einen kanadischen Biologen, der Morphium produzieren will, ohne Mohn anzubauen. Wie soll das gehen? Ich mache mich auf den Weg nach Quebec und finde mich in einer eisigen, unberührten Wildnis wieder. Eigentlich hatte ich eine andere Erwartung. Ich sah mich in einem hochtechnisierten, klimatisierten Forschungslabor. Aber stattdessen bin ich hier. Mein Gastgeber gibt mir eine ganz besondere Einführung. Mein Name ist Vincent Martin. Ich bin Professor für Biologie an der Universität von Concordia in Montreal. Ich führe genetische Manipulationen an Mikroorganismen durch. Sollen wir uns anziehen? Ja, es ist minus 20 Grad Celsius. Du bist schneller als ich, du hast mehr Erfahrung. Auf jeden Fall. Vincent Martin arbeitet mit genetischer Manipulation. Er erzählt mir, dass der Mensch schon immer versucht hat, die Evolution zu beeinflussen. Hier können wir ganz konkret sehen, was das bedeutet. In solch einer Umgebung hat das biologische Leben eine ganz elementare Bedeutung.